Argumente sind machtlos, sie ist unaufhaltbar. Nur Albions Herrscher steht zwischen der Welt, die wir bewohnen, und jener Dunkelheit. Deshalb musstet ihr an eures Bruders Platz treten. Der Lauf der Geschichte verlangt es. Wenn ihr es nicht schafft, endet die Welt, wie wir sie kennen. Okay. Warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? Es ging also nie um Logan, oder? Ich habe euch gesagt, was ihr wissen müsst, und habe immer die Wahrheit gesagt. Mit Logan auf dem Thron wäre Albions Schicksal besiegelt. Denn nur mit einem Helden, der die Krone trägt, haben wir eine Chance zu überleben. Und was kann ich tun? Nichts. Es ist unvermeidlich. In einem Jahr kommt die Dunkelheit über Albion. Das ist sicher. Ihr könnt euch nur vorbereiten und hoffen, dass ihr so viele wie möglich rettet. Ihr habt genau zwei Möglichkeiten, es zu schaffen. Ihr könnt eure Versprechen halten und als wohltätiger Herrscher in die Geschichte eingehen. Aber das wird euer Königreich nicht schützen und führt möglicherweise zu einer absoluten Katastrophe. Es ist nicht leicht, gleichzeitig populär und reich zu sein. Es sei denn, ihr wollt euren persönlichen Reichtum opfern. Ihr könnt eure Versprechen auch brechen und euer Volk verletzen, um es zu retten. Ihr werdet genug Geld für eure Armee zusammentreiben. Aber man wird euch hassen. Man wird euch für einen Tyrann wie euren Bruder halten. Ihr habt ein Jahr, um zu erreichen, was Logan verwehrt war. Albion als Herrscher gegen seine bisher größte Bedrohung zu rüsten und sie als Held zu besiegen. Ich will meine Versprechen halten. Magiestufe 5. Fernwaffe Stufe 5. Nahkampfstufe 5 kostet mich 100 Dinger. Oh. Tja. Die habe ich nicht. Okay. Wir halten unsere Versprechen, ne? Ja. Machen wir doch. Okay. Tja, wie gehen wir das jetzt an? Eure Majestät, ja? Ich weiß nicht, was ich zu diesen Neuigkeiten sagen soll. Diese Dunkelheit. Die Leute werden nicht verstehen, was das bedeutet. Das kann niemand, der es nicht erlebt hat. Wir müssen vorbereitet sein. Wenn wir den Angriff nicht vermeiden können, müssen wir bereit sein. Logans Truppen an unserer Seite sind ein guter Anfang. Aber wir brauchen ein Vermögen für die Armee, die wir benötigen. Hobson wird euch die Schatzkammer zeigen und euch sagen können, was zu tun ist. Das kann ich. Dann macht nur weiter. Ben und ich werden derweil Soldaten rekrutieren und ausbilden. Wenn ihr mir folgen wollt, Majestät. Nein, die Schatzkammer immer doch. Ich habe diesen Moment herbeigesehnt. Schatzkammer gucken. Das ist immer. Sie. Albions königliche Schatzkammer. Der Reichtum eines ganzen Landes. 400.000. Sie ist nicht so reich gefüllt, wie man es sich wünscht, aber stellt euch nur die schimmernden Goldberge vor, die hier emporsteigen könnten. Gewaltige Massen, die bis zur Decke reichen. Genau diese Mengen werdet ihr benötigen, wenn ihr diese Armee aufstellen wollt, von der alle reden. Und das bringt uns zum zweiten Punkt auf der Tagesordnung. Die Festlegung der Steuern für das kommende Jahr.
Wie ihr sicher wisst, hat euer Bruder das Volk ziemlich ausgequetscht. Manch einer behauptet, das hätte zu Armut, Hunger und anderen Leiden geführt. Ihr habt genau drei Möglichkeiten, Majestäten. Nummer eins, niedrige Steuern. Das würde Armut und Hunger bestimmt lindern, aber die Staatskasse natürlich auch erheblich belasten. Zwei, Logans Politik fortführen. Würde euch beim Volk nicht beliebt machen, aber wäre gut für die Staatskasse. Drei, und lasst euch jetzt bitte nicht von meiner Begeisterung beeinflussen, noch höhere Steuern. Gut, viele werden kurzfristig leiden, aber so können wir das Königreich schützen. Und stellt euch nur all das Gold vor, das hier durch unsere Finger rinnt. Warum unsere? Wie entscheidet ihr, Majestät? Ja. Ist es nicht aufregend? Ein Wort von euch verändert das Leben eines ganzen Königreichs. Es sei denn, ihr belastet die Dinge beim Alten. Dann bleibt wirklich gut, Majestät. Wie überaus edel, ja, edel ist wohl das richtige Wort. Wie überaus edel von euch. Die Leute werden tanzen vor Freude und wir sind bankrott. Ihr müsst rücksichtsloser werden, wenn ihr das Königreich retten wollt, Majestät. Es gibt andere, weniger edle Wege, um die Staatskasse zu füllen. Ihr könnt auch euer eigenes Gold spenden, wenn ihr wollt. Aber solche Mildtätigkeit wäre wirklich zu viel des Guten. Wie auch immer ihr euch entscheidet, ihr solltet euch mit dem königlichen Kassenbuch vertraut machen. Mit diesem Buch kann ein Monarch Geld in die Staatskasse einzahlen oder auch abheben. Ein nützliches Finanzmittel. Wie die Zeit vergeht, ihr solltet euch jetzt wirklich um den nächsten Punkt kümmern. Ich kann kein Gold einzahlen. Überweisung an Staatskasse. Ja. Und tun wir mal. Ja, 700.000 rein. Wir haben's ja. Ach komm, reicht. Wollt ihr wirklich einen Goldbetrag an die Staatskasse? Ja. Ups, ich habe auch von deinem Geld was benutzt. Reaver hat euch im Bowerstone Industriegebiet einen interessanten Vorschlag zu machen. Ich weiß, ihr hattet Meinungsverschiedenheiten, aber es ist Zeit, an einem Strang zu ziehen. Niemand treibt besser Geld ein als Reaver. Ich habe dafür gesorgt, dass sich euer Erscheinen herumspricht. Rechnet mit einem Menschenauflauf. Danke. Verbleibende Tage bis zum Angriff. Erwartete zivile Opfer 5,8 Millionen. Das ändern wir. Ja, wir sind für das Volk, oder? Ja. Und wir machen einfach, dass wir so viel Knete wie möglich. Vorsicht, Reaver! Ich habe schon einmal auf euch geschossen. Warte mal kurz. Ich krieg Gänsehaut. Wo haben wir es denn? Was denn? Boah. Ich will unbedingt... Alter Schwede. Guck mal da oben.
ist da oben. Oh oh. Das ist ein goldener Schlüssel, ne? Hm. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Gold. Das Gule ist da oben, bin ich ja schon. Kommst aber noch nicht ran, ne? Nee, noch nicht ganz. Ja komm, wir gehen jetzt erstmal zum Laugen. Hm. Wenn ich nur daran denke, ihr... Einfach herrlich. Oh, welch ein Tag! Seine Majestät, der König von Albion, ehrt uns mit seiner Anwesenheit. Schon beim letzten Mal wusste ich, dass ihr eure Geschwisterrivalität siegreich überstehen würdet. Penner. Und nun bin ich hier, um euch zu helfen, eure Kassen zu füllen, bis sie platzen werden. Zu Beginn eurer Regentschaft solltet ihr meine erfolgreichste Strategie ruhig wieder einsetzen. Es gibt keine größere Verschwendung als die Untätigkeit der Jugend. Aber mein Arbeitsplan garantiert, dass Kinder jeden Alters eine Beschäftigung haben und gleichzeitig eure Fabriken rund um die Uhr arbeiten. Das ist ungeheuerlich. Hört nicht auf ihn. Ihr hattet versprochen, die Kinderarbeit abzuschaffen. Steht zu eurem Wort. Und was sollen wir eurer Meinung nach mit den Rotznasen tun? Nur durch mehr Bildung kann Bowerstone aus dem Sumpf aufsteigen. Es gibt für unsere Zukunft nichts Wichtigeres. Macht aus der Fabrik eine Schule. Gebt den Kindern hier die Chance, die sie nie hatten. Eine Schule? Ein origineller Gedanke. Oh, wenn man euch als armen Monarchen in Erinnerung behalten soll. Aus der Fabrik wird eine Schule. Danke. Jetzt ändert sich endlich etwas im Leben der Leute. Für dieses Albion lohnt sich das Kämpfen. Ich werde umgehend mit den nötigen Modifikationen beginnen. Da schwindet das Geld wieder. Willkommen im Lernzentrum der Weaver-Werke, der ersten Schule überhaupt im Bowerstone-Industriegebiet. Jetzt könnt ihr sicher sein, dass eure Kinder zu den gut gebildeten Automaten werden, als die ihr sie immer haben wolltet. Können wir jetzt endlich nach draußen gehen? Wow. Warum ist das alles rot? Mein Herr. Da bist du. Wir reisen mal. Können wir überhaupt schnell reisen? Nein. Ah! Können wir vielleicht jetzt an die ganzen Sachen ran? Wo war das nochmal? Wenn es mir schlecht geht, muss ich nur daran denken. Wo war das nochmal? Hallo, mein Herr. Wo war das denn noch? Was? Wo war was? Die Truhen. Unsere niedrigen Niedrigpreise werden euch umhauen. Ich weiß nicht mehr so genau, wo das denn war. Auch nicht hier. Hier ist eine Grabungsstätte. Wo war das denn gewesen? Weißt du noch, wo die Tore waren? Ja, in der alten Ding. Ich meine, die wären in der alten Ding gewesen. Das, was wir wieder aufbauen müssen. Alte Vettel. Mhm.